Kopf, Kopf, mein Kopfplatz, Gucci, Sandalen. Ich trag sie nur aus Trotz, Trotz, trotzdem machen sie mir nach. Kann's nicht glauben, lieber Gott, Gott sei Dank schützt du mich, wenn meine Wespe mal wieder rollt, wenn sie rollt. Bin auf dem Weg mit meinem Baby, sie sticht zu, geht besser aus dem Weg. Mit 10 PS in deine Stadt, es wird nicht angenehm. Zäh auf meiner Wespe und jetzt bringt sie euch zum scharfen Zähn. Na, na, nee. Es ging, als er kriegt ne Bombe, ruft den Robber, vergisst mein Abi, box sein Abi. Cruise mit offenen Haaren und hinter mir ist deine Bitch like Barbie. Hood Safari, steig auf die Speed, fall scheiß auf Kawasaki. Let's go Barbie, kick down mit 70 auf eure Party. Sie machen Fotoflaschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Reden wir von Codes und von Messerstechereien. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Mach dir den Haken, Bro. Wenn man der Sache auf den Grund geht, merkt man, es ist in der Tat nicht so. Ruf doch, wen du willst, von mir aus kannst du auf dein Papi holen. Lollis lutschen ist bei euch kleinen Kindern doch Tradition. Mach mich so. Partyhos, seh mich in Unterhemdchen zu mir rüber, sie checken mein Body aus. Mit 105 Kilogramm Definition ohne Cardio. Ob du's willst oder nicht, Bro, passt du läuft auch heute im Radio. Sie machen Fotoflaschen platzen, aber Apache bleibt gleich. Brudi, ich muss los, wenn die Roller wieder schreien. Reden wir von Codes und von Messerstechereien. Doch sie müssen los, wenn unsere Roller wieder schreien. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. Apache bleibt gleich. So. Ihr kleinen Nasen. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Abend. Euch allen ist vielleicht übertrieben, aber ja. Die da sind. Komm, nom, nom. Und kann jeder sagen, was will? Beefy ist Müllabfall.
Aber für zwischendurch eigentlich immer nur ab und zu ist geil. Nom nom nom. Nom 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 nom. Und eine Sekunde. Sehr gut. Kennt das? Ich bin aber kaum beschäftigt, sorry. Ich würde sagen, wir packen uns direkt in den Oblivion rein. No? Gibt ja jetzt gerade nicht allzu viel zu labern. Doch, eine Sache, die ich gerne noch gucken wollen würde. Ich bin leicht verschnupft, ich kann nicht jedes... Hallo? Diese Cam, ne? Es ist wunderbar. Hi! Siehst du mich jetzt? Sehr gut. Ich wollte noch kurz gucken, ob es von Oblivion Achievements gibt. Weiß ich gar nicht. Es läuft ja ganz normal über Steam. Aber das Spiel dürfte, glaube ich, keine Achievements haben oder keine Erfolge haben, ne? Warum eigentlich nicht? Oblivion ist, glaube ich, eins der Dinge, wo es so einfach wäre, Achievements nachzupacken, sage ich mal, ne? Aber nö, warum denn auch? Ja. Meine Beefy. Ich hatte mal jemanden in der Realschule, der hat gesagt, er mag keine Beefy, weil die so zäh sind. Er hat immer versucht, die mit Plastik zu fressen. I don't know. Es gibt einfach Leute, die... Ich bin eben gerade am Handy, gut. Sorry. Und ja, ich muss nebenbei ein bisschen essen. Das übermachen sie leider, aber das geht gerade momentan nicht anders. Sonst kippe ich hier vom Stuhl. Wo ist denn der Schmarrn? Ah! Als Quelle. Da. So. Bam, 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 bam. Aber klar. Also wenn man in-game ist in Oblivion, dann funktioniert es beim Raustappen. Im Menü funktioniert es noch nicht. Lalalala. So, was ist jetzt hier? Perfekt. Endlich. So, ihr Lieben. Unser heutiges Ziel ist eigentlich, mehr oder minder, dass wir die dunkle Bruderschaft, aka die schwarze Hand, so ein bisschen weiter verfolgen. Ich habe letztes Mal schon gesagt, nur die falsche Ecke dafür. Ich habe letztes Mal schon gesagt, es wird jetzt nicht so sein, dass wir unbedingt alle Aspekte des Spiels komplett bis zum Erbrechen durchballern werden. Weil dafür sind so Spiele wie Oblivion einfach zu lang, finde ich. Ja. Sorry. Also muten kann ich mich, aber unsichtbar machen, das geht ja nicht. Ja. Genau, dafür sind Spiele wie Oblivion einfach zu lang, finde ich. Sprich, Kämpfergilde zum Beispiel ist eigentlich fast nur für Gold da. Und
Es ist so eine Sache, die interessiert uns eigentlich nicht, weil. Ist er Kacker. Ja, ganz einfach. Komm dann noch. So. Was wir da eher machen werden, ist, um das Thema Gold abzuschließen, dass wir wirklich Dunkle Bruderschaft weitermachen oder fertig machen. Das ist so eine Sache, das werden wir auf jeden Fall machen. Ne? Never gets old. Never gets old. Es ist so. Oh, wir haben ja viel zu viel Zeug zum. Oh, Moment. Atmax. Oh mein Gott. Und ich würde fast sagen, wir können die Schattenjagd eigentlich auch wegschmeißen. Also weghauen zumindest. Weil ganz ehrlich, mit 100er Aufladung, das ist ja komplett beschissen. Der andere hingegen macht mehr Damage und. Nom nom nom. Oh. Mach ich viel zu viel zu verkaufen, ne? Okay, wir machen jetzt folgendes. Wait. Dadurch, dass wir jetzt auch eine normale Rüstung haben, ne? Müssten wir unseren Skill eigentlich um einige schneller hochballern können. Sehr gut. Wir gehen einmal kurz nach Braville. Brabbel. Brabbel nicht so ein Scheiß. Ja. Leider ist es ein Traum. So. Packen kurz das Nötigste. Bei uns in die Butze. Ups. Ich glaube sogar, du bist ja eigentlich die. Never mind. Irgendwo gibt es eine Statue von der Mutter der Nacht. Oh. Und da gibt es, glaube ich, auch eine Quest für. Das, ich bin mir nicht sicher. Irgendwas gab es da. Aber es ist halt schon Ewigkeiten her, ne? Ah. Nam, 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 nam. So, rein in die Olga und ran da. Haben wir denn eigentlich schon. Was haben wir eigentlich an Geld? 4-2. Warte mal. Wait a mal. Gerecht irgendwas? Nein. Scheiße. Es war ja, glaube ich, also irgendwo hier hatte jemand was verkauft für uns, ne? Wenn es irgendwie stocken sollte, dann sagt mir kurz Bescheid, bitte. Ich sehe es nicht, ich weiß es nicht. Ich höre, ihr wisst euch in leichter Rüstung geschickt. Soll ich sie ablegen, oder was? Du Lümmel. Was? Ein gerechter Handel. Sehr gut. So. Blüchen. Na, du, müssen wir reden. Handel. Ich habe die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Oh, will ja hoffen, du Lümmel. So. Ach, du würdest es sogar kaufen. Oh, wait a minute. Du hast aber nur 800, ne? Die würde es aber sogar abkaufen. Moment. Können wir? Ist das nur ein Lehrling, ne? Warte mal. Aber die verkauft uns ja auch unser Zeug fürs Haus, ne? Oh. Ihr kostet ja gar nichts mehr. Günstiger bekommt ihr es nicht. Ich merk's. Holy shit. Aber dann können wir doch direkt bei ihr eigentlich alles loswerden. Also Schattenjagd, Leidensdorn. Ist das so eine Sache, ne? Denn was ich eben noch weiß, wir haben ja unsere Klinge des Leids, ne? Deswegen wird die auch nicht angezeigt, weil es ist, soweit ich weiß, zählt es als Questgegenstand. Na? Dann hauen wir es hier weg, ganz ehrlich. Legen wir ganz normal ab? Ist okay. Das? Okay, dann sind wir hier geschränkt, okay.
Es ist halt einfach ein Dolch, der ist noch ganz angenehm. Der wiegt trotzdem 5. Brauchen wir einen Dolch? Vielleicht für die Attentate, die jetzt noch kommen, ne? Legen wir ab, legen wir ab, legen wir ab. Herz der Grausamkeit ist halt... ist eigentlich gar nicht so geil. Ich vermisse das ein bisschen, ich glaube in Oblivion war das, in Skyrim war das. Wenn man etwas Verzaubertes entzaubert hat, hat man den, die Verzauberung gelernt. Das war glaube ich in Skyrim so. Ja. Was die ganze Sache super interessant macht. Abgelegt und abgelegt, abgelegt. Hier, meine Gute, kannst du haben. Der ist natürlich unbezahlbar. Ist halt auch so eine Sache, wo wir müssen uns eigentlich einen Ring herbasteln. Was kann man am besten auf den Ring draufpacken, ist die Frage, ne? Ah, wait a mal. Ach so, fest. Ah, ich bin so doof, ne? Okay. Jetzt verstehe ich, also ich verstehe jetzt nach Jahren des Spielens von Oblivion. Das erste Mal. Ja, komm, so viel mehr kriegen wir für den noch das nicht. Ist ein gutes Angebot. Ja, bap. Was festigen bedeutet? Ich bin ja der komplette Volldulli. Ne? Festigen heißt erhöhen in dem Sinne. Ich bin ja komplett dumm. Mädel. Ein gutes Geschäft. Cordon Bleu, Liebe bleibt immer halten. So muss das nämlich. Festigen 22 Punkte Stärke für 68 Sekunden. Heißt, wir würden 22 Punkte auf Stärke bekommen. Aber. Das würde mich nur kurz interessieren. Wir können uns. Wir haben halt einfach keine Hose an, ne? Gehört das so? Ne, das ist nur ein Kettenbrustharnisch. Wir haben keine Kettenhose. Eine Kettenhose ist auch eine blöde Erfindung, aber hey. So, let me kurz kicken. Was wollte ich machen? Kennt ihr die Momente, wenn ihr von jetzt auf gleich einfach keinen Plan mehr habt, was ihr machen wolltet? Klederstiefel. Ja, machen wir so. Die lass. Achso, das geht jetzt abgeschlossen, okay. Ich wollte. Oh, fuck, was wollte ich denn machen? Achso, ich wollte gucken. Wir haben 220 Belastung. Oder Last, die wir tragen können. Ja. Wir haben hier festigen Stärke. Zack. 330. Es ist eine Hausnummer. Es ist eine Hausnummer. Holy Macaroni. Ist mir egal. Die besten Waren zu den kleinsten Preisen in Cyrodiil. Kleinste Preise, sagst du? 2000. Das ist so ein Schmuring, ganz ehrlich. What the fuck? So, nimm. Das ist viel mehr. Das klingt. Daran hat. Komm. Auf Wiedersehen. Kommen wir zum Geschäft. Wieso hat die es gerade abgelehnt? Egal, nevermind. Komm, wir verkaufen unser Zeug und Gutes. Krankheit heilen, wichtige Sachen gegen Vampirismus. So. Wäre auch geil, wenn man einen Zauber endlich lernen würden und oder finden würden, kaufen könnte man. Lernen heißt ja kaufen. Ne? Das Spiel des Kapitalismus, das ist einfach so. Magika, dann weg. Also heißt Magika festigen 40 Punkte. Dass ich über 125 Sekunden 40 Punkte regeneriere? Nee. Aber das ist ja pro Sekunde gar nichts. Wait, what? Wait, what? Nee, ich für 125 Sekunden erhöht sich meine Magie um 40 Punkte. Gott im Himmel. Macht doch eure Tränke noch das ist ein echt viel umständlicher, bitte. Danke.
Oh, Schockschild. Zack. Daran habt ihr viel Gold verdient. Glaube ich nicht. Ein Ex. Krankheit heilen? Nö. Lähmung heilen brauchen wir nicht. Beseitigen. Das ist ein echtes Schnipp. Gift heilen? Wofür? Halten wir festigen Intelligenz? Das klingt nach einem angemessenen. Nö. Das ist ein exzellent. Nö. Sehr gut. So. Bam, 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 bam. Warum dieses Zeug? Das passt so. Adieu, meine Gute. Adieu. So. Was ich jetzt eigentlich. Warum waren wir eigentlich hier? Was ich jetzt erstmal gucken will. Was können wir noch ablegen, dass wir ein bisschen entlastet sind? Also nur so ein bisschen. Ein bisschen weniger Gewicht auf den Rippen wäre ganz geil. Ja. Und wisst ihr, wer nicht weniger Gewicht auf den Rippen hat? Ach Lord. Nach einem Tag, Alter. Nach ein paar Stündchen ist er eingeknickt und hat gesagt, nee, Moginet, will ich nicht, mag ich nicht. Sind die Regale neu? Geil. Das Kästchen. Wait, können wir? Okay, ich könnte mich jetzt hier 10 Stunden hinsetzen und die manuell da reinballern. Das ist eine schöne Sache. Hier. Dass man hier so Waffen nicht reinstellen kann, das tiltet mich. Haben wir hier Sachen drin? Ah, hier sind Waffen drin, okay, gut. Wait. Hier sind Waffen drin, habe ich gesagt. Die Klinge des Leids, die wiegt halt nichts, ne? Ja, komm, eine Stunde warten wir. Wir müssen eh ein Level abverteilen. Intelligenz, immer. Konstitution? Sehr gut. Ah, Persönlichkeit. Ich mache ein bisschen was auf Stärke, dass man halt wirklich zumindest ein bisschen was mehr an Gewicht mitnehmen kann. Ich bin immer noch auf 188 Kilo. Warum? Was wiegt hier so viel? Ich habe nicht mal Seelensteine mehr dabei. Goldnugget. Ist das wirklich so meine Rüstung? Nee, das kann nicht sein. Das kann ja gar nicht sein, dass ich wollte ja eigentlich. Oh, pack ich mal. Hier ist Müll drin, ne? Scheiße. Wo pack denn ich jetzt meine Rüstung rein? Also ich hab ein ganzes Haus, aber ich habe eigentlich keinen Platz. Muss hier rein. Geht ja gar nicht anders. Grüß dich, mein lieber Bot. Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Abend. Oh. Ja gut, es ist. Das sind schon mal 20 Kilo, ne? Das sind schon mal 20 Kilo, das ist natürlich verständlich. So, Urkunde kann auch weg. Sehr gut. Schaut besser aus. Da haben wir nichts mehr. Da können wir noch ein bisschen was reintun, ein bisschen Kleinigkeiten. Herz der Grausamkeit. Können wir diesen Ring mit irgendwas verzaubern, was irgendwie Sinn macht? Das wäre noch so eine Sache. Beziehungsweise, wir haben unseren Helm verzaubert, ne? Weil die Verzauberungen für Rüstungen sind ja ein wenig anders. Oder. Stimmt, wir haben da ein paar Sachen gemacht. Genau. Das war die hier. Schild 5. Ja, genau. Genau. Deswegen, lass uns mal kurz, wenn wir noch eh schon hier sind, kurz bei der Magiergilde vorbei. Hallo? Ich höre, ihr wisst euch in leichter Rüstung. Du hörst und ich gehe. So. Mal kurz gucken, ob hier in der Magiergilde irgendjemand was zu verkaufen hat. Ne? Wie geht es euch?
Ich gehe mal eben ein Kleenex holen. Ein Kosmetiktuch. Ja, super. Mein Sohnemann hustet auch schon und liest. Ich ahne Übles. Seht euch meine Wahl. Wissen ist Macht. Wir haben 5 Ränge. Oh, tschau. Wir müssen unbedingt in Kaiserstadt. Was darf ich euch anbieten? Infravision für 15 Sekunden an selbst. Heißt. Es würde mich nur interessieren. Na? Wenn wir das jetzt machen, dann sehen wir eigentlich die ganze Zeit Menschen um uns rum, oder? Ich nehme es mal kurz mit. Halt! Berührung der Furcht. Demoralisieren. Nee. Zauberung 24 Punkte in 20 Minuten. So, erzittert. Peinlich explodiert. Du, was macht denn der Zauber? Ja, Keule. Wie heißt er denn? Gebundene Kürbis? Nee.